Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antragsteller hatte nach Tagesordnungspunkt 16 heute früh Befragung eigentlich Gelegenheit genug gehabt, seinen Antrag zurückzuziehen, um uns diese Peinlichkeit hier zu ersparen. Aber nun, was soll's. Jetzt liegt es auf dem Tisch, es geht um einen Forschungsauftrag. Und wieder wird einmal behauptet, dass Quotenkürzungen der gemeinsamen europäischen Fischereipolitik auf Annahmen beruhen. Auf Annahmen, also keineswegs auf Fakten oder auf Forschungsergebnisse. Diese Unterstellung mit alternativen Fakten hat System. Ich halte Ihnen entgegen, dass die Grundlage für diese Politik mitnichten irgendwelche Annahmen sind, sondern Fakten. Ich zitiere aus der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: Die Basis hierfür, also für die Quoten, bilden Vorschläge der Wissenschaft. Forscher analysieren kontinuierlich die Fischereibestände und geben Empfehlungen im Sinne einer nachhaltigen Fischerei ab. Die einzelnen Mitgliedstaaten wiederum verteilen die Quoten dann an ihre Fischereibetriebe weiter. Und auf der Seite der Europäischen Kommission ist zu lesen, wie das Ganze runtergebrochen wird. Die Kommission formuliert Vorschläge auf der Grundlage wissenschaftlicher Gutachten über den Zustand der Bestände von Beratungsgremien wie dem ICES, also Internationaler Rat für Meeresforschung. Was da strittig ist, hat der Minister ja eben gerade gesagt. Dem können wir uns durchaus anschließen, aber im Rahmen der Selbstkontrolle. Und dann gibt es eben auch noch Beratungsgremien wie das STECF, das Scientific Technical and Economic Committee of Fisheries. Solche Einrichtungen sind nicht nur international anerkannt, sondern arbeiten größtenteils auf dem wissenschaftlichen Weltniveau-Level. Ich zitiere weiter: Einige Mehrjahrespläne umfassen Vorschriften für die Festlegung der TECs, also der insgesamt zulässigen Fänge. Die zulässige Gesamtfangmenge werden vom Rat der Fischereiminister für die meisten Bestände jährlich festgelegt, für Tiefseebestände alle 2 Jahre, für Bestände, die gemeinsam mit Nicht-EU-Ländern bewirtschaftet werden, in unserem Falle wäre das Russland, was die Ostsee anbetrifft, werden die TECs mit diesen Ländern oder Gruppen von Ländern ausgehandelt. Die Kommission arbeitet also nicht auf der Grundlage irgendeines Blicks in eine Glaskugel, sondern auf wissenschaftlicher Grundlage. Und Forscher aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich an diesem Prozess, auch wenn die Kollegen der rechten Seite in diesem Parlament das nicht wahrhaben wollen. Insbesondere das IOW, also das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, ist seit vielen Jahren maßgeblich an der Forschung über die Fischbestände der Ostsee beteiligt und bringt seine wissenschaftliche Expertise ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kenne viele dieser Kollegen persönlich. Allein die Marineforschung in meinem eigenen Institut in der Geographie in Greifswald, meiner Kollegen von der physischen Geographie, die seit über 40 Jahren im Oder-Isto-Aa und auch im Greifswalder Bodden forschen, einer Kinderstube des Ostseeherings, sind mir sehr gut bekannt. Dieses Wissen erlangt man aber nicht, wenn man dort bestenfalls mal aufschlägt, wenn es Schnittchen gibt oder ein Glas Sekt. Da muss man dann schon mal in die Tiefe, beispielsweise bei einem wissenschaftlichen Symposium oder beispielsweise, wenn eine entsprechende Fachdissertation verteidigt wird. Ich kenne auch die tiefe intrinsische Motivation dieser Kollegen. Und sie arbeiten aus Leidenschaft. Und dafür brauchen sie keinen Auftrag und vor allem nicht einen solchen Antrag. Das ist für sie eine Beleidigung. Sie brauchen vielmehr die Anerkennung ihrer Leistungen und ihrer Ergebnisse. Was sie von uns wirklich brauchen, das ist die Akzeptanz ihrer Forschungsergebnisse, dass die Rückgänge der Fischereibestände eben wirklich teilweise Ergebnis jahrzehntelanger Überfischung sind. Aber auch bereits Resultat einer Veränderung des Klimas, aber aus der Nummer sind Sie ja schon längst raus. Diese Kollegen, um die es hier geht, die diese Forschung zu leisten haben und sie auch leisten, brauchen auch die Anerkennung, dass wir in einer Zeit leben, wo es einen multiplen Paradigmenwechsel gibt. Ich nehme 2 Beispiele, damit Sie begreifen, worum es geht. Das Meer wurde vor noch gar nicht allzu langer Zeit als eine unbegrenzte Müllhalde aufgefasst. Denken wir nur an die Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als man unbedacht riesige Mengen von chemischen Kampfstoffen versenkte und noch viele, viele Jahrzehnte danach alles Mögliche in die Meere schmiss, immer mit dem Hinweis, das Meer wird es schon richten. Es ist ja so unendlich groß. Und dann kommen dann auch noch einige und erzählen uns, wie sauber die Ostsee sei. Nein, die Ostsee ist eine der größten Kloaken der Welt, wenn man das vergleicht mit anderen Gewässern. Und insofern ist natürlich das, was Sie hier fordern, wirklich Humbug. Denn die Forschungen dazu sind wirklich tiefgreifend und stehen allen zur Verfügung. Ein zweites Paradigma, welches sich gegenwärtig gerade dreht,
Das ist die Heiligung der ehemaligen Erdölwirtschaftsstrategie, Plaststoffe zu produzieren. Ich denke da beispielsweise insbesondere an Plastikweichmacher wie die Phthalate. Phthalate stehen im Verdacht, sind nicht nur maßgeblich dafür verantwortlich, dass wenn beispielsweise eine Tupperdose zur Erde fällt, zerspringt wie sprödes Glas, sondern dass sie eben heil bleibt. Sie stehen im Verdacht, Krebs zu veranlassen. Sie sind nachweislich verantwortlich für bestimmte Formen der Diabetes und sie führen auch zu Unfruchtbarkeit bis hin zu Erektionsstörungen. Ja, da bekommt der Begriff Weichmacher einen völlig neuen Inhalt. Aber die Vermutung, dass das für die meisten Wirbeltiere die gleiche Konsequenz hat wie beim Menschen, wurde bisher noch nicht erforscht. Kann man auch nicht erforscht haben, weil man erst heute an diesem Stand ist, wo man in diesen nächsten Schritt geht in der Forschung. Da braucht die Wissenschaft keinen Auftrag und keinen Antrag aus diesem Parlament. Vorsicht ist immer geboten, wenn die Politik der Wissenschaft die Richtung vorgeben möchte. Ich könnte jetzt lang und breit ein eigenes Beispiel erklären, wie ich 1987 mein eigenes Forschungsthema zerschossen bekommen habe, weil ich eben Dinge geschrieben habe, die nicht passten. Und ich bin froh, dass ich heute in einer Gesellschaft lebe, wo wir die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Forschung haben. Wer nur die Forschungsergebnisse akzeptieren will, die ins eigene Weltbild passen, der will eigentlich gar keine Forschung. Und insofern ist Ihr Antrag voll am Thema vorbei. Er arbeitet mit Falschbehauptungen, Unterstellungen und obendrein auch noch mit dem Märchen, dass die arbeitenden Wissenschaftler hier kollektiv versagt hätten. Nein, das kann man nur ablehnen. Dankeschön.